Habt ihr meine Reaktion eigentlich gesehen? Ich dachte, das Auto fährt so in meine Richtung. Ich bin gleich nach rechts gegangen. Ich weiß, Selbstlob ist nicht gut, aber ich bin voll stolz auf mich. Oh. Ein bisschen dran arbeiten müssen sie noch. Aber es ist immer noch Early Access und ich finde, es hat sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Besonders, ich weiß ja noch nicht mal, wie viel es gibt. Und bisher gefällt es mir echt richtig super. Ich habe nur gehört, man kann da schon bauen und sowas. Also, Daumen hoch für das Spiel. Holt euch auch. Wenn ihr Bock habt, dann zocken wir auch mal eine Runde zusammen. Ein Kumpel von mir, der will auch mal mit mir spielen. Das klang komisch. Der will auch mal mit mir das Spiel zocken und. Nun ja, so halt, ne? Ja, jetzt ist das eine dicke Straße eine kleine Straße geworden, aber wir folgen ja trotzdem mal. Ja, schade, dass man nicht auf Third Person wechseln kann. Ich bin immer so ein lieber Third Person Spieler bei Zombie-Spielen. Gucken wir mal mit dem FOV. Ja. Ich schätze mal da hinten. Ist irgendwie noch was, wie so eine große Stadt oder so. So, ich laufe immer lieber hier so. Wo ich ganz oft einfach in der Mitte laufe, so wie es jeder macht. Aber wenn der hinten jetzt kommen würde, kann ich mich hier gleich ein bisschen verkriechen. Oder hier am Abhang, wo ich nicht so weit zu laufen. Oh, der sprintet ja richtig. Bei dem sprintet. Lecken die Zombies eigentlich? Nee, ne? Das finde ich schon mal sehr gut. Self and your mind. So. Ja, bald soll es jetzt endlich wieder Tag werden. Eben dachte ich, es wird Tag, aber es war nur im Gebäude irgendwie hell. Heller. Aber ich finde, die sollten noch ein bisschen was an. Ja. Ganz ruhig. Irgendwas stört mich in an der Grafik. Frag mich aber gerade, was es ist. Es hat so halt noch sowas von Overset. Deswegen läuft es ja gut, aber. Wiederum mal ganz viel von DayZ. Also Standalone, so wie von hier. Von den. Okay, von Waffen jetzt vielleicht nicht so hart, aber. Obwohl, die Waffen. Aber das ist hier alles so ein bisschen krisselt, das finde ich noch ein bisschen. Könnte man noch mal was dran regeln, aber naja. Das sei den Entwicklern überlassen. Ich bin zufrieden. Besonders, ich werde mir jetzt erstmal ein paar Videos angucken, wie das funktioniert mit dem Crafting. Crafting und Rafting. Wow. Hallo Zombie. Na, wie geht es dir? Ja, genau. Das ist eine Aggression. An der Natur aus, in der freien Natur. Oder warum bekämpft ihr euch nicht gegenseitig? Ich meine, ihr seht beide hässlich aus. Das heißt auch schon, in der Schule hat man das schon gelernt. Sucht euch einen Partner aus, der euch ähnlich ist. Der ist so schnell wie ich und das kotzt mich ziemlich an.
Oh ja. Jetzt gefällt mir die Grafik auf einmal wieder. Also jetzt finde ich es echt in Ordnung. Jetzt wiederum nicht. Also die Nacht erinnert mich schon zu sehr noch an WoZ. Ach, ich weiß, bei DayZ ist es sind immer dieser Strich, also diese Farbabstufung so hart gewesen. Das fand ich mal so cool, weil das eigentlich echt diese Dunkelheit so sehr simuliert. Aber so sieht sie ja eigentlich wirklich aus, also will ich da mal nichts sagen. Oh, mein Typ rennt einfach so aus Spaß nach links. Ich muss noch kurz die Tasten drauf hämmern. So, jetzt geht's. Manchmal hängt das halt, kennt ihr ja wahrscheinlich. So. Drunter liegt nichts. Bei den Zugenagelten ist doch irgendwas. Die sind doch irgendwie. Ist da bestimmt mehr Loot drin oder so. Erstmal gehe ich jetzt nach hier und guck mal hier rein. Hallo? Achso, das war der Schrank. Okay. Oh, hier bräuchten wir noch ein Antibiotika oder sowas. Das, oh ja, sehr schön. Finde ich gut. So, jetzt geht's weiter. Noch da. Ne, rechts, links. Was, wo? Egal. Hier ist natürlich nichts drin. So wie immer. Ich war zwar noch nie in so einem Ding, aber ich sage einfach mal wie immer. Oh ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. Jetzt mit Waffe. Okay. Ja, für Leute, die jetzt das einschalten oder so. Wir haben die Waffe, ein paar Äxte und schon ordentlich Loot bekommen. Und haben bald keine Energie mehr. Die wir jetzt erstmal ordentlich regenerieren werden, wenn uns jetzt wieder nicht sieht. Was er gerade gemacht hat. Ja gut, jetzt hat er uns. Und dann laufen wir noch mal ein Weilchen. Killing Machine. Honor in the Sky. So, ich hoffe, ihr seid außerdem. Oh ja, 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 ja. Positiv erfreut, beglückt. Nee, beglückt klingt doof. Doch, ich sag mal einfach immer erfreut über die Forest LPs mit Facecam. Obwohl, wie schon gesagt, die dann echt besser werden sollen. Ich nehme schon ziemlich locker auf, also am Stück. Falls ihr gemerkt habt, war in den Parts noch kein einzig irgendwie so ein Schnitt drin. Ne? Aber naja. Die Parts gehen ja dafür ein bisschen länger. Barry, Barry. Marilyn, Marilyn. Eins, zwei, drei. Chance dabei, Motherfucker. Nein, Spaß, was tue ich ja nicht. Ich schieße ja keine Bären. Ich reite drauf, wie Putin. Alles nur Fake-Bild, also glaubst du den Scheiß nicht? Der Typ ist total gestört. Alle, die gegen Russland sind, einfach mal einen Daumen hoch geben. Das bringt es. Der Bär hat irgendwas gewittert. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Habt ihr das gerade gehört hinter mir? Ja, das war das Fieder, Alter. Geh mir aus den Augen. Da will ich jetzt mal rein und dann gucken wir mal, wo es hier vielleicht weitergeht. Was ja echt mal nice wäre, wäre eine Karte, weil wenn ich hier M drücke, passiert ja nichts.
Crowbar. Ich frage mich halt, ob man hier echt noch was anderes rausbekommt. Wir sehen hier irgendwie so eine Waffe, aber. Nee. Können wir. Brauchen wir gar nicht rausbekommen. Ja, alles gut hier, ey. Okay, hier haben wir nichts. Snow. Stuhl knatscht. Take Offroad Turbo. Nee, danke. Alles gut.